Andrea, kannst du was zum Thema Dualseelen sagen? Habe ich schon öfter, schon ein paar Jahre her. Wenn ja, woran erkennt man seine Dualseele und was bedeutet es, wenn sich Dualseelen finden? Gibt es das überhaupt? Es gibt das Phänomen in der Phänomenalität, gibt es sowas Scheinbares? Ja, diesen Zustand, diesen Trip, diesen Film, diesen Traum, diese Illusion, wie alles Illusion ist, ja, Dualseelen sind so real wie der Kugelschreiber. Natürlich ist er real, natürlich kannst du die Erfahrung von Dualseele machen, aber es hat nichts Absolutes, ja, weil es gibt in Wirklichkeit sowieso nur eine Seele, ja, es gibt nicht einmal zwei, ja, also kann es allein davon schon keine Dualseele geben, ne? Ja, du bist mit allen Menschen eine Dualseele, aber es gibt dieses Phänomen, dass man es bei manchen Menschen mehr spürt. Es gibt das Phänomen und bei mir selbst dieses Phänomen auch erst nach dem Erwachen geschehen. Hätte ich nie geglaubt, dass das überhaupt gibt. Ja. Aber das war jetzt nicht so die totale traumhafte, das total problemlose, tralala Happy End. Im Gegenteil, das war ein richtig heftiger Prozess. Ja. Das ist eher so wie ein Zwilling, so wie ein, ja, man wird sich selbst extrem gespiegelt und am Schluss macht man dann regelrecht mit sich selbst Schluss. Weil man sieht die ganzen Schatten sozusagen dann, also so eine Dualseelenbegegnung hat meistens den Sinn und bei mir war es zumindest auch so, nicht immer ist es so, dass die Schatten aufgearbeitet werden. Ja? Du siehst deinen Schattenmanifest, du siehst dich selbst. Und du siehst so richtig die Dinge, die du bei dir selbst nicht sehen willst, siehst du dann im anderen. Das ist das Phänomen der Dualseele. Das geschieht heutzutage vielen, weil dieser ganze Aufwachprozess vielen geschieht. Das ist anscheinend was Evolutionäres. In dem Sinn gibt es die Dualseele. Ja? Aber das Konzept Dualseele ist ein Konzept. Das ist nur ein Erklärungskonzept, weil es sich so anfühlt. Man schaut sich in den Augen und hat das Gefühl, man wird sich seit Millionen Jahren kennen oder seit Anbeginn aller Zeiten oder man hat das Gefühl, man hat sich jedes Leben getroffen, in jedem Leben trifft man diese Seele. Also all das kenne ich. Ja. Letztlich ist es aber so, es ist sogar verwirrend für jemanden, der das Absolute kennengelernt hat, weil letztlich trifft das auf alle Menschen zu. Ja, du bist mit allen Menschen eins. Ja. Aber da wird es halt voll ausgespielt. Das ist ein Spiegel deiner selbst. Man könnte eher sagen, es ist ein Spiegelphänomen, ein radikales Spiegelphänomen, der pure Spiegel. Ja? Und am Anfang ist natürlich, ah, ja, die ganze Romantik kommt dann und wow, das Phänomen, schaust in die Augen, bleibst leben, kannst eine halbe Stunde nicht wegschauen, die Gedanken sind nicht da und was weiß ich. Und man interpretiert dann viel romantisches Zeugs rein. Also ich will niemanden jetzt hier die Illusion nehmen, aber in Wirklichkeit ist das eine Arbeitsbeziehung dann, solange sie dann halt dauert. Ja? Das ist einmal das Phänomen, was meist unter Dualseele verstanden wird. Dann gibt es noch ein anderes Phänomen, das würde ich nicht Dualseele nennen. Man könnte es so nennen, da weiß ich nicht, wie ich es nennen soll. Das habe ich erfahren schon mit wenigen Menschen, wo es nicht das Gefühl ist, also die Begegnung, das Augenschauen, die Begegnung, das Wissen, du schaust in die Augen, das Erkennen, ja, wo es nicht so eine Gefühlssache ist und so eine Erkennenssache, ja, sondern wo es eine Sache von extremen Zusammen, naja, nee, dann trenne ich diese Phänomene. Ich rede jetzt von meiner jetzigen Partnerin, wir sind jetzt seit mehr als 10 Jahren zusammen. Da ist es so, dass wir zu einer Art Einheit verschmelzen. Also da geschehen Dinge, dass wir unabhängig voneinander, obwohl wir nicht über solche Themen vorher gesprochen haben, feststellen, wir surfen gerade beide auf derselben Internetseite und lesen dasselbe Wort. Es ist wie ein Verstand, interessanterweise. Im Bewusstsein sind wir ohnehin eins, Energie ist auch eins, das wissen wir alles, das ist sowieso, das ist easy, das sind so die ersten Dinge, die man quasi eh als Erwachter oder nach Erwachen erfährt. Aber dieses Einssein im Geist könnte man auch so fast nennen. Ja? Da würde ich nicht aber sagen, Dualseele, sondern man verschmilzt auf eine sehr merkwürdige Art und Weise. Ja?
Das sind recht viele. Ich wollte irgendwann einmal einen Blogbeitrag dazu schreiben, weil das sind so viele Phänomene, das ist teilweise unglaublich. Ist ja wurscht, was sind ja Internet, kann ich ja nachschauen. Ich habe mir ja irgendwann einmal meine Blogliste gemacht, wo ich mir nur. Das war so viel, dass ich schon gar nicht mehr packt habe. Und mir niemand, irgendwann habe ich dann angefangen, das aufzuschreiben. Genau, ich habe das dann auch eher genannt Superorganismus. Also den Blogartikel, den ich dann irgendwann schreiben möchte, nennt sich Superorganismus, wobei die Menschheit selbst ein Superorganismus ist. Also ein Superorganismus ist typischerweise, da gibt es zum Beispiel die portugiesische Galeere, das ist eine Ansammlung von Polypen, wird dann verwechselt mit, wie nennen die das meist? Eine Qualle, ne? Aber ist keine Qualle, sondern das sind viele einzelne Polypenorganismen, die zusammen wie der Zellorganismus aus einzelnen Zellen aufgebaut ist oder dann verschiedene einzelne Organe und Organismus ergeben, sind da einzelne Organismen zusammen, die einen Superorganismus ergeben. Genauso ist ein Superorganismus Bienen, Wespen, so Insekten oder die Borg bei Science Fiction. Und irgendwie kommt man das vor, als würde man zu einer Art Superorganismus verschmelzen, also zu einer Art singuläres Wesen mit zwei Körpern. So fühlt es sich irgendwie ein bisschen mit der Daniela an. Und ich habe mir da Beispiele. Was war da mit dem Wasser trinken mal? Ja, ich weiß das jetzt schon wieder nicht mehr. Shit, ich hätte mir das genauer aufschreiben sollen. Ist ja jetzt nicht Thema. Ich werde einen eigenen Blogbeitrag machen. Also da waren schon die ärgsten Phänomene. Aber das beschreibt es am besten so, als wird man wie ein quasi Organismus mit zwei Körpern. Ein Wesen mit zwei Körpern, was ja ein gewisser tantrischer Prozess ist. Also es hat auch im Tantra, also dass ich heute noch zu so einer esoterischen Sache wie Dualseele komme, wo ich als Erwachter extrem negativ ja reden müsste, ist nur ein Konzept etc., ist es ja auch, ist nur eine Erscheinung. Aber man kann ja viele Abenteuer haben, ne? Ja, und dann hat man halt solche Abenteuer. Aber kurz die Story, das war auch ein Teil, was wir gemacht haben bei dem Tantra Intensive in Pune, die 5 Wochen. Da hat Osho schon mal davon erzählt, dass er tantrische Sekte gegeben hat mit 50.000 Paaren. Die haben nur zu zweit gelebt. Die waren dann auch so eine Art Superorganismus, die sich eigentlich als ein Wesen mit zwei Körpern verstanden haben. Und die sind auch, haben das auch im Außen gezeigt und sind durchs Leben gegangen unter einer gemeinsamen Robe. Und da war links ein Loch, da hat der Mann seine Hand rausgegeben und rechts ein Loch, da hat die Frau ihren Arm rausgegeben oder was umgekehrt, weiß ich jetzt nicht mehr, wird passen. Je nachdem, wie man sieht. Und drunter waren sie nackt. Ja? Und so sind die dann gemeinsam durchs Leben gegangen. War Sekte, die haben so gelebt. War viele 100 Jahre ist das her. Und dann wurden sie erobert von einer anderen Religion, ich weiß nicht, ob Islam oder von konservativen Hindus, wie auch immer, ist es völlig egal, halt von Konservativeren, die Sexualität gegenüber Konservativer eingestellt haben, die gesagt haben, das geht nicht, ihr seid da nackt unter der Robe und geht da auf den Markt etc. oder was weiß ich. Und die wurden dann gezwungen, mit Waffengewalt dem abzuschwören und hatten die Wahl, sich zu trennen, also getrennt physisch zu existieren oder der Tod. Und die haben fast alle den Tod gewählt. 50.000 Paare wurden hingerichtet. Ja. Sowas wird man wenig lesen. Solche Geschichten erfährt man dann wirklich nur in tantrischen Kreisen. Und das war auch so ein Superorganismus. Nur das war für mich halt ein Märchen, ein bisschen. Ne. Wir haben dann auch Übungen gemacht, gemeinsam unter einer Robe mehrere Tage. Das war recht witzig von. Das hat bei den wenigsten funktioniert, dass es da dann, da waren alle voll im Prozess, wie man dann so schön sagt. Ja, der Sex hat dabei fast keinem funktioniert. Aber war eine interessante Erfahrung. Ja, und sowas würde ich dann Superorganismus nennen. Aber das ist eher ein Zusammenwachsen. Ja? Es waren zwar schon am Anfang einige Parallelen in unserer Geschichte, einige Parallelen. Ja?
auch in der spirituellen Entwicklung, aber nicht dieses Dualseelenphänomen, wie ich das vorher gekannt habe, mit einer Wut, das ja dann komplett gescheitert ist, was nur Arbeitsbeziehung war. Sondern das ist da etwas, was, weil bei der Dualseele ist es so ein Flash, du siehst wen und das ist am Anfang da. Und am Anfang ist so totale Ding und dann passiert langsam die Prozesse. Und da ist es mehr ein Zusammenwachsen zu einer Art Superorganismus. Und dann kenne ich auch noch das Phänomen, das habe ich speziell mit Werner Ablass, dass wir extrem feststellen, extrem, also eine Verbundenheit haben wir sowieso auch festgestellt, aber extrem feststellen eine Nähe auch. Ja? Der Werner hat einmal gesagt, zwischen uns passt kein Blatt Papier. Das war schön ausgedrückt. Aber wir stellen irrsinnig viel Parallelen fest, auch in unserer Geschichte. Das geht man teilweise so weit, dass es unglaublich ist. Und ich habe schon festgestellt, dass manche Seelen, es ist so witzig, aus der absoluten Sicht ist es natürlich so, dass wir alle eins sind und eine Seele. Aber mir kommt es vor, wenn ich die Welt beobachte, als gäbe es so etwas wie Seelencluster. Ja? Nenne ich es jetzt mal so. Oder Seelenfamilien. Das ist natürlich Quatsch aus der absoluten Sicht, aber auf der relativen Ebene scheint es so. Als wären uns dann, hätten wir Verbindungen zu manche stärker, zu manche schwächer. So wie man vielleicht auch, wir waren ja alle, ja, du, ich, jeder von uns war alle. Wir waren Hitler, wir waren Jesus, wir waren Napoleon, wir waren Cäsar, wir waren jeder blöde, egal was, Wahnsinnige. Wir waren irgendwo alle Schneider dieser Welt und alle Anwälte dieser Welt. Ist völlig wurscht, weil wir sind das alles. Ja? Aber zu manchen diesen Leben haben wir aus irgendeinem Grund leichter eine Verbindung. Ja? Wenn wir Rückführungen machen oder solche Sachen. Dann glaubt man gleich, ich war im letzten Leben dies oder das, aber ich sehe das nur als Verbindungslinien, die man halt öffnen kann. Warum die geöffnet sind, ist für mich, ja, da kann man dann Theorien drüber schmieden, aber da gibt es halt Verbindungen. Und das ist halt so. Ich meine, da macht man nichts draus. Auch der Werner und ich machen da nichts draus, außer dass wir nächstes Jahr ein Seminar auf Teneriffa zusammen machen, weil wir es uns auch so gut verstehen. Aber da macht man jetzt nichts draus, dass man dem Bedeutung gibt. Ja? Aber man nimmt es wahr und sagt, wow, cool, ja, und schön, und es berührt einen und man freut sich. Und es ist halt Geschichte. Es ist wiederum so eine Geschichte, die sich ausspielt. Da spielt halt das Leben dann solche Jokes, ne? Die halt anders sind als vorher. Ja? Halt solche Witze. Und ich habe auch festgestellt, dass ich, wenn ich andere Menschen beobachte, ist es mir, da ich viel gereist bin, oft passiert, dass ich Menschen kennenlerne, wo ich das Gefühl hatte, den kenne ich doch. Das ist doch völlig der gleiche, den ich da vor 10, 15 Jahren dort und dort getroffen habe, auch wenn er da in einem völlig anderen Körper ist. Er schaut ähnlich aus, er spricht ähnlich, ich schaue in die Augen. Das ist diese Seele quasi. Das heißt, es scheint so zu sein, dass in der Relativität die quasi scheinbar individuelle Seele, die Geschichte dieser Seele, mehrfach inkarniert. Ja, parallel, ja, und dann ihre Verbindungen hat. Man könnte sagen, die Geschichte wiederholt sich mehrfach. Letztlich ist logisch, das Universum funktioniert in Mustern, in sich wiederholenden Mustern. Ja. Und das ist ja so, die Sterne sind so weit voneinander entfernt, damit sich eben diese Geschichte Erde wird sich auch x-mal wiederholen. Nicht genau gleich, aber dadurch ist klar, dass woanders auch Leben gibt. Das ist ein Urprinzip des Universums, da braucht man gar keinen Kontakt. Das ist das morphogenetische Feld, was das ganze Universum durchzieht, dass sich gewisse Dinge, die wo funktioniert haben, woanders wiederholen. Ja, und jetzt lassen wir so einen großen Platz zwischen die Sterne, damit sich das in Ruhe wiederholen kann, ohne dass sich die begegnen unbedingt. Kann dann auch passieren. Und das ist jetzt das Interessante, ich sehe das bei Menschen, die dann oft so weit entfernt sind, dass sich die gleichen nicht begegnen. Aber beide begegnen mir. Beide, es kann sein, dass du auch sowas schon kennst, dass zwei so ähnlich sind, die kennen sich gar nicht. Aber sie begegnen beide dir. Also es gibt Schnittpunkte. Oder in der Evolution der Menschheit fängt es jetzt an, dass es Schnittpunkte gibt. Und bei Werner könnte zum Beispiel sein, das ist jetzt nur eine Theorie von mir, ja, da habe ich wirklich sehr, sehr stark das Gefühl, ja, jetzt unabhängig von der Dani, wo eben so eine ähnliche Geschichte ist, die aber nochmal ganz anders ist, durch diese Superorganismus-Sache, habe ich beim Werner wirklich so ein Gefühl, ja, das ist wie auf der relativen Ebene, da sind so oft sogar gleiche Gedanken, das ist irre. Ja, ja. Das war's. Das war die Sache zur Dualseele.
Woran erkennt man seine Dualseele? Wie gesagt, die einfache Dualseele, indem man, das erkennt man eigentlich schon beim Augenschauen. Das ist einfach völlig klar. Du schaust, wenn es die Dualseele ist, die man begegnet, wo dann ziemlich viel psychische Prozesse dabei sind, dann ist es ein Meistergefühl, du schaust ins Auge und hast das Gefühl, du kennst diese Seele, du schaust in die Ewigkeit und kennst die seit ewigen Zeiten. Aber man nimmt es sehr persönlich. Ja, ich kenne ja das gleiche Gefühl, dass ich den Menschen in die Augen schaue und sehe überall mich. Das kenne ich sowieso, dass überall ich rausschaue. Ja, das war nach der Erleuchtung genauso. Das war mal das Erste. Das Erste, was war, ich habe überall nur mal mich gesehen. Ja, aber da ist nochmal was anderes. So erkennst du es.